Ja, Freunde, hallo und herzlich willkommen hier bei Levelscar 1210 zu einem Unboxing. Heute packe ich das Spiel Mighty No. 9 für die PS4 aus. Der Nachfolger von Mega Man, beziehungsweise das neue Spiel zur Mega Man-Reihe. Und er sieht ja auch aus wie Mega Man, nur in schwarz-weiß. Mega Man ist ja normalerweise blau. Auf dem Cover sehen wir hier verschiedene Charaktere aus dem Spiel. Und ich sehe hier gerade, wow, Crossbuy enthält herunterladbare Versionen für PlayStation Vita und PS3. Wie geil ist das denn? Also ich habe ein Spiel gekauft, bekomme aber drei Spiele für PS3. Und was mich sehr freut, für die PlayStation Vita, hey, ein neues Spiel für mein Baby Mighty No. 9. Meine PS Vita wird sich freuen. Das Spiel gibt es übrigens auch für den PC, Xbox One und ich glaube auch im UK als 3DS-Teil. Beinhaltet Re-Expansion, Artbook und Poster. Ist sogar eine Special Edition mit Artbook und Poster. Geil! Wie geil ist das denn? So, das Spiel überrascht mich mehr und mehr. Japanischer Action-Retro-Side-Scroller transformiert. Mighty No. 9 wurde von Keiji Inafune, einer Legende der Spielebranche, und einem Team aus erfahrenen Entwicklern zum Leben erweckt. Es vereint die besten Elemente der 8-Bit- und 16-Bit-Klassiker, die du kennst und für immer im Herzen trägst, und transformiert diese mit moderner Technik und frischen Spielmechaniken in etwas vollkommen Neues und Wunderbares. Klingt also sehr spannend, Freunde. Laufe, springe, schieße, transformiere dich durch 12 Welten mit Fähigkeiten und Waffen, die du deinen besiegten Gegnern abnimmst. Spiele Koop-Missionen oder tritt im Online-Kampf gegen andere Spieler an. Dutzende Herausforderungsmissionen, optionaler 8-Bit-Soundtrack, drei freischaltbare zusätzliche Schwierigkeitsgrade und noch vieles mehr. Ja, 8-Bit-Soundtrack, das klingt doch wirklich sehr interessant. Also 8-Bit müsste doch Master System sein. Und Master System Sound gefällt mir total gut. Ja, diese Retro-Musik. Genau, Master System, dann kam Mega Drive, 16-Bit. Und dann halt die anderen Konsolen. Das müsste so Master System Musik sein. Richtig geil. Oder NES Musik. Je nachdem. Beinhaltet Ray Expansion Pack. Neue Welt. Roter Zerstörer. Bosskampf gegen Ray. Spiele als Ray und finde die Antworten auf deine Fragen. Inklusive Artbook und doppelseitigem Poster. Ja. Das Spiel kann man in Deutsch oder Japanisch. Also das Spiel ist deutsch-japanisch, Sprachausgabe aber Englisch und Japanisch. Ach, ich denke mal, das ist das Menü. Und Sprachausgabe halt Englisch und Japanisch. Jo. So, das Ganze kann man einen Spieler zocken, im Netzwerk zwei Spieler, online mindestens 2,18 GB. DualShock 4, Vibrationsfunktionen, die ganzen HD-Ausgänge, also Videoausgang, und unterstützt Remote Play, beziehungsweise hier braucht man noch kein Remote Play, weil das Spiel soll ja Crossbuy sein, also man kann, wenn man das Spiel hier hat, auch für die PS Vita und PS3 die digitale Version dazu runterladen. Also das zumindest verstehe ich unter Crossbuy, müsste so sein. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Es soll ja ziemlich schwierig sein, aber ich sag mal, Mega Man, das war ja schon sehr schwer, eine der schweren Sorte Spiel, ja. So, ich guck mal eben rein, was da so alles drin ist, Freunde. So, da sehen wir einmal die Blu-ray Disc von Mighty No. 9. Okay. Also hier haben wir einmal einen Code.
drin, Mighty No. 9 ist ein japanisches 2D-Spiel, das Elemente der beliebten 8- und 16-Bit-Klassiker in sich vereint. Jo. Ein geheimnisvoller weiblicher Roboter namens Ray ist erschienen. Schalte dein Mighty No. 9 DLC frei und genieße noch mehr actiongeladene Inhalt. Also hier ist so ein Code darunter, den man dann einlösen kann. Hier, ich denke mal, das ist der Charakter hier, Ray. Den kann man dann auch spielen. Wunderbar. Sieht auf jeden Fall richtig retro aus. Da schlägt das Retro-Herz höher, Freunde. Hey, hey, so. Dann haben wir hier das Poster. Ich falte es mal auf. Oh, das ist aber schön. Oh, richtig toll. Da haben wir einmal auf dieser Seite hier so ein Mighty No. 9. Also man kann entweder so quer aufhängen. Richtig cool. Auch mit sehr schönem Papier. Gefällt mir sehr gut. Richtig nice. Und auf der anderen Seite haben wir dann so in diesem Format hier. Ja, das ist dann so. Seht ihr hier, Chip Mighty No. 9. Also je nachdem, welches Bild ihr bevorzugt, könnt ihr es dann an eure Wand hängen oder ich würde es einrahmen und an die Wand klatschen. Sehr schönes Poster. Richtig nice. Und dann haben wir hier noch ein Artbook. The Art of Mighty No. 9. Ein kleines Artbook. Sieht zwar so aus, also das Cover, aber man muss es halt so drehen oder so gucken. Ah. Schauen wir uns mal an. Mighty No. 9, das ist Beck. Also es ist jetzt nicht Mega Man, also ich dachte, es ist der Nachfolger, aber Mighty No. 9, Pure Gen. Wobei bei Mega Man wählt man doch auch irgendwie so Charakter aus, verschiedene. Das ist ein Feuercharakter, da haben wir hier Eischarakter. Kuro Spare Number 2. Ach so, es gibt 9. Haha, jetzt verstehe ich. Mighty No. 3 ist Unatron. Hat irgendwas mit Strom und Elektrik zu tun. Mighty No. 4 ist Seismic. Seismic. Ein Bulliger mit Panzer. Mighty No. 5 ist Battalion. Sieht auch richtig nice aus. Von der Farbe her sehr schön. Mighty No. 6 ist Aviator. Ein hubschraubermäßiges Charakter. Mighty No. 7 oder 7 ist Brandish. Sowas wie ein Ninja. Mighty No. 8 ist Countershade. Hat sogar einen Sniper. Und dann haben wir hier Cole. Mhm, Cole. Heißt die jetzt Cole? Und ein paar Zeichnungen. Wunderschön. Das müssten dann die Gegner sein. Verschiedene. Hier haben wir weitere Gegner. Leute, ich freue mich auf dieses Spiel so dermaßen. Das hat so Retro-Style in freshem Look. Und hier haben wir dann den Bösewicht, den Oberboss vielleicht, keine Ahnung. Und hier ein dicker Wissenschaftler. Ein Afro-Wissenschaftler, Afro-Kopf.
Und das ist hier das geheimnisvolle Ray-Charakter. Sehr schöne Farben, kunterbunt. Und ich glaube, die hat verschiedene Fähigkeiten, ja. Oder so von allen etwas vereint. Oder die oder der. Ray. So, und dann haben wir hier noch so ein Symbol vom Spiel. Also ein sehr schönes Artbook von Might No. 9. Das Poster ist dabei. Dann der DLC-Code. Und ganz wichtig, das Spiel. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, kommentiert und Daumen gibt. Werde das gleich in die PS4 reinlegen und mich freuen über diese Retro-Action. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.